Wie du Einwänden deiner Kunden begegnest, das erfährst du heute in der Online-Marketing-Show. Geht gleich los. Die Online-Marketing-Show. Mehr Erfolg im Geschäft mit Marcel Fischer. Hi, mein Name ist Marcel Fischer. Schön, dass du eingeschaltet hast, auch diese Woche bei der Online-Marketing-Show. Heute beschäftige ich mich mit dem Thema Positionierung und zwar aus einem etwas anderen Blickwinkel. Also ich habe in meinem Leben bestimmt schon hunderte von Workshops mitgemacht, wo es um Brandbuilding und Positionierung geht und oft werden die so angegangen, ich mache irgendwas am Whiteboard und sage, okay, schreib dahin, wofür du stehst, wofür steht dein Produkt, deine Dienstleistung. Das ist oft noch relativ einfach. Ich mag es aber, ein Framework zu verwenden, was etwas anders funktioniert. Und zwar dieses Framework ist darauf aufgebaut, zu schauen, welche Einwände könnte dein potenzieller Kunde im Kopf haben, die spricht er nicht unbedingt aus, die einer erfolgreichen Geschäftsanbahnung im Wege stehen könnten. Und da wird es sehr oft spannend, denn wenn dieses Thema aufkommt, wird es oft schwer, Beispiele zu finden, aber letztendlich ist das die Basis von einer erfolgreichen Geschäftsanbahnung. Denn wir versuchen hier in den Kopf des Kunden zu kommen und zu gucken, was könnte er denken, wenn er deine Werbung sieht, das kann eine Webseite sein, das kann ein Plakat sein, TV-Werbung, alles Mögliche. Wenn er eine Werbung von dir sieht, was könnte im Wege stehen, dass der Kunde dich wahrnimmt, kontaktiert oder bei dir kauft? Ich habe da ein Framework vorbereitet. Wir gehen das jetzt mal gemeinsam durch mit zwei Beispielen, wie so etwas ausschauen kann. Wie gesagt, ist nur ein einfaches Beispiel. Wir haben heute nicht die Zeit, das komplett durchzugehen. Aus der Erfahrung heraus, wenn man das wirklich gut macht und man macht es ausführlich, dann kann das ein paar Stunden dauern, weil es darum geht, wirklich möglichst viele Einwände zu sammeln und dann außer Kraft zu setzen. Um dir zu zeigen, wie das Framework aufgebaut ist, springe ich einfach mal in der Präsentation rein und gehe das Ganze mit dir durch anhand von diesen beiden Beispielen. Genau. Auf der linken Seite haben wir hier den Einwand, also was könnte der Kunde im Kopf denken, und auf der anderen Seite schreiben wir da immer auf, wie wir diesem Einwand außer Kraft setzen oder sozusagen aushebeln können. Ein Beispiel. Ist die Firma vertrauenswürdig? Stellen wir uns vor, du bist vielleicht ein Hausanbieter, du baust vielleicht Fertighäuser und eine Familie kommt auf deine Webseite, schaut sich das an, hat aber noch nie was von dir gehört und könnte natürlich im Kopf denken, okay, Bauvorhaben sind immer schwierig, komplex, da gehen Bauträger flöten, da passiert sehr viel. Negatives kostet mich sehr viel Arbeit, Stress. Dieses Unternehmen bietet mir das Ganze an, also ein Haus zu bauen. Kann ich mich auf die einlassen? Das Problem ist, wenn der Kunde das im Kopf hat, dann meldet er sich vielleicht nicht bei dir. Und da musst du dir schon Gedanken machen, wie du genau diesen Einwand abholen kannst. Und da gibt es einfach eine ganz einfache Formel. Claim, Proof, Benefit. Also einmal einen Claim, den du setzt, den du dagegen setzt. Einen Proof, also einen Beweis, den du anführst für deine Behauptung. Und ein Benefit ist das, was der Kunde nochmal on top hat. Und das Ganze mal hier als Beispiel für diesen Einwand, ist die Firma vertrauenswürdig? Also das könnte sein, die Aussage, die du dann treffen könntest, 3000 Familien haben mit uns ihren Traum vom Eigenheim verwirklicht. Das ist ein Claim, den setzt du knallhart, eine Aussage, wofür du stehst. Hier ist es wichtig, nicht nur hinzuschreiben, diesen Satz, sondern natürlich auch aufzuladen. Und da sind wir dann beim Proof, also beim Beweis. Du musst nachweisen, dass das so ist. Und das könnte zum Beispiel folgendermaßen ausschauen, dass du erfolgreiche Familien, die mit ihr ein Haus gebaut haben, vielleicht in kurzen Videosequenzen für dich sprechen lässt. Du kannst einfach sagen, in 20 Sekunden Videos, okay, wir haben mit dem Unternehmen X unser Haus erfolgreich gebaut, das Kind spielt darum, die Familie sitzt glücklich im Wohnzimmer. Das ist ein Proof, den du anführen kannst. Und da kannst du ruhig auf deiner Webseite, wenn wir über eine Webseite reden, einige dieser Proofs anführen. Das bildet weiteren Vertrauen für deine Aussage, dass du dafür stehst, dass 3000 Familien erfolgreich das Eigenheim mit dir verwirklicht haben. Um das Ganze nochmal abzurunden, ist der Benefit entscheidend und wichtig.
nämlich eine klare Aussage zu treffen. In 3 Monaten ziehen Sie garantiert in Ihr Eigenheim. Du hast ein Versprechen, 3000 Familien erfolgreich, du hast den Beruf, Familien sprechen für dich und dann sagst du noch einmal, in 3 Monaten garantiert ins Eigenheim. Das setzt sehr viel außer Kraft, weil jeder, habe ich vorhin gesagt, ne, komplex und so weiter. Und hier kannst du das Ganze auch nochmal unterstreichen, sozusagen mit einem Satzpunkt, deine Positionierung. Ganz wichtig, das ist ein Beispiel, nur für diesen Kundeneinwand ist die Firma vertrauenswürdig. Also es gibt das natürlich für alle möglich, ich habe es jetzt mal in dem Fall für den Hausbauer mal hergenommen. Nächster. Dienstleistung zu teuer. Das wäre jetzt zum Beispiel interessant, wenn du selber Dienstleister bist, für was auch immer, dann gibt es trotzdem durch beim Kunden oft dieses Denken, okay, vielleicht eine super Webseite, sehr aufwendig gestaltet, den kann ich mir nicht leisten. Der ist zu teuer, rechnet der sich für mich. Was kannst du dagegen setzen? Erstmal eine klare Aussage. Unsere Kunden verzeichnen ein Umsatzwachstum von 20% und mehr. Das ist eine Aussage, dafür stehst du. Da sagt der Kunde, der sagt, okay, das klingt schon mal spannend. Jetzt ist auch hier wieder wichtig, das Ganze natürlich mit Beweisen anzuführen. Also was könnte der Proof sein? Das könnten zum Beispiel Case Studies sein, die du verwendest. Erfolgreiche, was weiß ich, wenn du im Online-Shop-Bereich wie wir tätig bist, ne, erfolgreiche Case Studies mit Kunden zeigen, Umsatzwachstum, was vielleicht im Online-Marketing, im SEA was gemacht und so weiter und hast den Kunden da vorangebracht. Oder aber auch hier, du lässt Kunden für dich sprechen. Das kann in Schriftform sein, die könnten dir vielleicht 2, 3 Sätze schreiben mit persönlicher Unterschrift, die könnten auch hier für ein Video zur Verfügung stehen. Auch das wäre dann diese Untermauerung des Versprechens oben. Und das Ganze ist dann natürlich mit dem Benefit nochmal abzurunden. Nämlich hier könntest du sagen, okay, unsere Dienstleistung rechnet sich von der ersten Minute an, da wir kontinuierliches Umsatzwachstum sicherstellen. Das ist ein weiteres Versprechen. Was du oben gegeben hast, schließt du unten ab mit dem Proof. Das wäre jetzt so im Groben das Framework, wie gesagt, ist noch ein bisschen komplexer, aber da kannst du dich ein bisschen reinarbeiten. Das wäre das Framework, womit du Kundenbedenken ja etwas entgegensetzen kannst. Das sind jetzt nur 2 Beispiele, aber es gibt bei Unternehmen Dutzende von solchen Einwänden, die im Kopf des Kunden sind. Und die erst einmal rauszuarbeiten, das ist gar nicht so leicht. Ich empfehle dir da wirklich, sich mit einem Team zusammenzusetzen. Das kann Vertrieb, Marketing, vielleicht Geschäftsführer sein. Einfach mal zu sammeln, was könnte der Kunde für Bedenken haben. Das ist vielleicht dann noch relativ einfach, wenn man das gesammelt hat. Aber das außer Kraft zu setzen, also der rechte Teil, der ist dann ziemlich komplex, das Ganze so auf den Punkt rauszuarbeiten, dass du das in deiner Positionierung, in deiner Kommunikation letztendlich darstellen kannst. Und da geht es nicht nur darum, vielleicht das Ganze auf eine Webseite zu schreiben, sondern es geht darum, das Ganze so ins Unternehmen zu implementieren, dass auch Mitarbeiter ganz genau wissen, okay, wenn dieser Kundeneinwand kommen könnte, ist das mein Konterpunkt dazu. Wenn das Mitarbeiter verstanden haben, hast du schon mal eine sehr, sehr gute Positionierung. Genau. Das wäre es zum Thema Kundeneinwände hier in der heutigen Show, der Folge der Online-Marketing-Show. Ich hoffe, das Ganze war nützlich für dich. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass auch gern ein Like und ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns nächsten Donnerstag 18 Uhr bei der Online-Marketing-Show auf YouTube. Bis dahin bin ich raus.